Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um die Frage gehen, was eine 15 € G-Shock-Kopie taugt. Und zwar befindet sich die Uhr in diesem Case, beziehungsweise dieser Verpackung. Die werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Vorher darf natürlich der obligatorische Wristcheck nicht fehlen. Ich trage heute die Full Metal G-Shock. Coole Uhr, die ich leider ein bisschen zu selten trage am Arm aktuell. Aber ich habe mir vorgenommen, sie jetzt öfter mal wieder rauszukramen. Und ja, außerdem wünsche ich euch und euren Familien natürlich frohe Ostern. Ich hoffe, ihr habt ein paar entspannte Tage. Vielleicht liegt ja die ein oder andere Uhr im Osternest oder unterm Osternest. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und bin gespannt, was ihr zu der Uhr sagt. Und genau, alles klar, bis gleich. So, hi und herzlich willkommen zum Review der Rose Beer Herren Digital Quarzuhr, so wird sie bei Amazon zumindest betitelt, dieses Modell. Für mich ist es letztendlich eine G-Shock-Kopie, und zwar eine Kopie der legendären ja, GW M5610 Modelle und der Quarz-Variante, die es ja schon seit 1983 quasi gibt. Und ja, das Modell kostet aktuell 15 € und wird in dieser Metallverpackung geliefert, die auf den ersten Blick ganz schick aussah, aber man sieht leider direkt, dass sie ja doch ganz schön verbeult ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt ein einmaliges Transportproblem ist. Normalerweise habe ich damit eigentlich noch keine Probleme gehabt bei anderen Uhrenboxen. Ja, oder ob die alle so kommen, weil ich muss sagen, so würde ich die Uhr in der Verpackung schon mal nicht verschenken wollen, weil das doch schon, ja, es sind zwar sehr kleine Beulen, aber sieht halt einfach nicht schön aus, ne? Auch wenn es jetzt eine sehr günstige Uhr ist, aber trotzdem schmälert das gleich mal den ersten Eindruck, sage ich mal, beziehungsweise macht einen schlechten ersten Eindruck. Nichtsdestotrotz wollen wir uns die Uhr jetzt einfach mal anschauen und ich packe sie dafür mal aus dieser Box. Ups, habe ich mal direkt drauf gedrückt aus Versehen. Sie wird hier in so einer Plastikfolie nochmal zusätzlich verpackt. Und ja, der ein oder andere wird sich jetzt wundern, warum ich jetzt wieder Handschuhe für eine 15 € trage. Aber ja, für alle, die schon mal Uhrenvideos gedreht haben, wenn man keine Handschuhe trägt, hinterlassen die Finger immer so gewisse Spuren. Und ich persönlich finde das immer störend auf Videos, weshalb ich eigentlich bei jedem Review immer prinzipiell Handschuhe trage. Und so auch hier, das nur als kleine Erklärung. Ja, und hier klappert und knistert es ja auch direkt durch die Folie. Ich nehme die Uhr einfach mal direkt raus, damit wir das Knistern nicht mehr so stark haben. So, die Folie lege ich mal beiseite. Und dann schauen wir uns erstmal kurz das Paperwork an, die mitgelieferte Anleitung. Hier könnt ihr sehen, wie die Modellbezeichnung lautet. Das ist anscheinend die SKMEI 1583. SKMEI oder so, so heißt halt auch die Firma. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Bei Amazon heißt sie Rose Beer. Ob das jetzt der Anbieter oder die Firma ist, steigt da nicht so ganz durch. Und dann habt ihr hier so ja, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie ihr das Ganze einstellt. Und auch zu den Funktionen. Ich sehe hier, die Uhr hat einen Timer, Alarmfunktion, Dual Time und auch eine Chronographenfunktion. Ich denke, damit ist die Stoppuhr gemeint. Ja, ist eine ganz normale, kurze Papier-Bedienungsanleitung. Nichts Spannendes. Sieht natürlich bei anderen Herstellern in anderen Preisklassen dann auch etwas anders aus. Da kriegt man dann ein Booklet, aber das soll uns jetzt hier nicht weiter stören. So sieht dann die Uhr aus. Und ja, was direkt auffällt, ist, dass das Armband auffallend weich ist. Das spüre ich selbst durch den Handschuh hindurch. Also ich habe natürlich den Vergleichswert zum Original hier. Und da kann ich direkt mal sagen, dass das Armband sich im ersten Moment sehr weich anfühlt bei der Version hier. Gefühlt auch ein Ticken dünner. Kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das so ist, aber fühlt sich erstmal
ein bisschen flexibler an. Muss ja nicht unbedingt schlechter sein, aber das fällt so im ersten Moment direkt mal auf. Würde ich mal sagen, nehme ich auch gleich mal den Hangtag hier ab. Na, wenn er denn ab will. So, okay, ich sehe gerade, man muss ihn abschneiden. Ach nee, so. Schon ist er ab. Hier sehen wir auch nochmal die Markenbezeichnung SKMEI, SKMEI. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wie gesagt, interessiert uns jetzt auch nicht so super dringend. Genau. Als erstes hätte ich fast vergessen, kommt natürlich der Messschieber zum Einsatz. Wir gucken uns an, wie der Durchmesser vom Gehäuse ist. Und theoretisch dürfte der nicht allzu sehr vom Original abweichen, nehme ich jetzt mal an. Offiziell sind 44 mm angegeben und ich messe hier 43,7,8 jetzt. Wir können noch mal ganz kurz schauen, was die originale G-Shock an Durchmesser hat. 43,1. Okay, sie ist etwas schmaler. Also das nachgemachte Modell bzw. die Hommage, wenn man es so nennen möchte, ist ja circa 0,5 mm breiter. Ich finde, so im direkten Vergleich fällt es jetzt nicht unbedingt auf. Muss man schon genauer hinsehen. Aber ja, also 43,8 mm. Dann schauen wir uns mal die Gehäusehöhe an. Die wird bei Amazon mit 14 mm angegeben. Muss es mal genau treffen. Und ich messe hier 12,8. Ist nicht genau, ob ich den höchsten Punkt getroffen habe. Okay. Ja, 12,7. Aber auf 14 komme ich beim besten Willen nicht. Nee. Keine Ahnung, wie die auf 14 mm kommen. Die kann ich jetzt hier nicht nachvollziehen. Das Armband soll eine Breite von 19 mm haben. Das können wir uns ja auch nochmal anschauen. Ja. Wechsel mal die Hand. Okay, das sind hier 18,5, auch keine 19. Entweder messe ich gerade schlecht oder die Werte stimmen nicht. Ah, okay, gerade hatte ich die 19. Ich glaube, ich habe hier in dem Fall schlecht gemessen. 19,5 sogar. Ein bisschen breiter. Wenn ich ein bisschen das Ganze zusammendrücke, komme ich auf 19 mm. Das kommt schon hin. Beim Armband ist natürlich hier oben an den Bandanstößen, wie beim Original, auch dann etwas breiter und verjüngt sich zur Schließe hin. Genau. Ich würde sagen, das zu den Maßen mal. Ich sehe hier, dass auf dem Display auch eine Folie angebracht ist. Ich glaube, man kann das auf der Kamera so leicht sehen durch diese Bläschen, die sich hier. Ja, hier kann man eine sehen. So kleine Luftbläschen unter der Folie. Ich weiß nicht, ob ich die so einfach abkriege hier. Beziehungsweise sehe ich hier gerade keine einfache Möglichkeit, sie abzubekommen. Ich probiere es gerade mal mit dem Fingernagel. Ich hoffe, dass es eine Folie ist. Ja, doch. Ich krieg sie ab. Kleinen Moment. Hier kann ich euch das nochmal zeigen. Da. Nehme ich die Folie jetzt runter. Ich denke, dann sieht das Display gleich nochmal ein bisschen anders aus. Ich fand es auch gerade ein bisschen trüb im ersten Moment und kann gut sein, dass es an der Display-Schutzfolie lag. Jetzt hier auf der Kamera wirkt das Ziffernblatt auch sehr dunkel, was auch der ja, relativ dunklen blauen Schrift hier geschuldet ist. Also oben der Markenname ist sehr, sehr dunkel und schlecht ablesbar. Darunter sehen wir noch ja, in Anlehnung an die Casio auch so einen Schriftzug, der die Beleuchtung beschreiben soll. Hier in dem Fall Illuminescent steht hier drauf. Und genau, hier oben dann betätigt man das Licht, den Lichtknopf.
Hier ist dann der Mode-Knopf, wie auch bei der Casio. Hier steht Reset und da oben Start. Also oben rechts wird man wahrscheinlich dann die Stoppuhr und den Timer etc. auslösen. Und hier unten sehen wir dann noch die Aufschrift Alarmchrono und 50 Meter für 50 Meter Wasserdichte, die die Uhr wohl haben soll. Also weit entfernt von der originalen G-Shock bzw. anderen G-Shock-Modellen, die ja meines Wissens nach immer mindestens 200 Meter wasserdicht sind. Aber gut, wir reden hier natürlich auch über eine Uhr von, beziehungsweise die einen Preis von 15 Euro hat. Deswegen muss man da zwangsläufig irgendwo Abstriche machen. Aber ja, 50 Meter finde ich natürlich dann für eine Sportuhr doch etwas wenig. Für die meisten Alltagssachen soll das ausreichen, aber ja, schwimmen gehen und so kann man dann natürlich vergessen mit der Uhr. Ich nehme hier auch mal die Folie von der Rückseite ab. Hier ist auch noch eine drauf. Also zumindest was den Gehäuseschutz angeht, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren bei der Uhr. Genau, als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns das Armband nochmal ein bisschen genauer an. Ich muss sagen, im ersten Moment sieht es von außen sehr, sehr ähnlich zu dem der G-Shock-Modelle aus, wirkt aber ja, deutlich weicher, was ich gar nicht mal schlecht finde. Ich muss sie gleich mal an den Arm legen und dann kann ich euch sagen, wie das vom Tragegefühl ist. Im ersten Moment fühlt es sich ganz gut an. Wir haben natürlich hier, wenn ich das Armband hier ein bisschen zur Seite biege, haben wir hier schon sehr große, ja, Spaltmaße, nenne ich es jetzt einfach mal, die sich hier auftun. Das muss ich sagen, gefällt mir nicht. Also, das ist beim Original definitiv anders. Es klappert hier auch direkt. Also, das sieht für mich nicht gut aus und könnte auch sein, dass das nicht allzu lange hält, das Ganze. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es, was Langlebigkeit betrifft, jetzt nicht so der Hit ist, dieses Armband. Auf der Rückseite, ja, wirkt es ganz gut. Wir haben hier auch diese, ja, Verstärkungen, würde ich es mal nennen, die dann auch die Uhr bei Stürzen noch so ein bisschen abfedert, wenn sie hier drauf fällt. Aber ja, also diese Spaltmaße hier oben, das finde ich schon einen ziemlich krassen Minuspunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Tragen auch so auffallen würde. Ich kann sie ja jetzt spaßeshalber mal gleich ganz kurz anlegen. Beziehungsweise machen wir jetzt einfach mal hier den obligatorischen Wrist-Check. Ich muss die Uhr dafür kurz, ups, jetzt bin ich gegen die Kamera gekommen, kurz außerhalb des Kamerafelds anziehen. Und ja, das geht auch sehr gut. So. So sieht das Ganze dann aus. Finde ich auf den ersten Moment gar nicht verkehrt. Es ist halt, wie gesagt, eine Kopie der G-Shock Square-Modelle und dementsprechend sieht sie dann auch sehr ähnlich aus. Ich meine, das ist ja beabsichtigt und ja, trägt sich auch sehr angenehm. Fühlt sich noch ein Ticken leichter an als das Original. Das Gewicht habe ich jetzt gar nicht mir notiert. Kann ich vielleicht nochmal hier einblenden, was die Uhr dann wiegen sollen, beziehungsweise falls es bei Amazon nicht angegeben ist, dann wiege ich sie einfach mal mit der Küchenwaage nach. Also es ist sehr, sehr leicht und trägt sich auch sehr angenehm im ersten Moment. Man hat quasi nicht das Gefühl, dass man eine Uhr trägt, was manchmal auch ein bisschen blöd ist, finde ich, gerade bei so günstigeren G-Shock-Modellen, beziehungsweise Casio-Modellen, wie zum Beispiel hier. Der F91W, ich mag die Uhr sehr gerne zwar, aber man spürt quasi nicht, dass man eine Uhr hat und manchmal möchte man das ja auch gerne ein bisschen irgendwie merken, dass man eine Uhr am Handgelenk trägt. Deswegen ist es manchmal gar nicht so cool, für mich persönlich zumindest, wenn eine Uhr zu leicht ist und hier habe ich auch so das Gefühl, also dass ich sie kaum spüre am Handgelenk. Ich gehe jetzt mal hier in den Zeitanzeigemodus. Ich habe das Gefühl, dass die Anzeige relativ blass ist. Also ich probiere sie jetzt auch nochmal hier im direkten Vergleich, euch das Original in die Kamera zu halten. Also ich weiß nicht, ob die Batterie bei der anderen schwach ist, aber lässt sich sehr schwer ablesen im Vergleich zur G-Shock. Und
Ja, beziehungsweise nur, wenn der Winkel wirklich stimmt, dann kann ich sie ablesen, ganz gut ablesen, aber die G-Shock ist deutlich Blickwinkel stabiler, muss ich sagen. Und ja, was die Ablesbarkeit angeht, jetzt nicht so der Hit im ersten Moment. Ich finde auch, ich muss nochmal hier mein Schaschlik-Spieß hier holen. Ich finde auch allgemein leider sehr unglücklich, dass die Beschriftungen ja viel zu dunkel geraten sind aus meiner Sicht. Also ich kann hier kaum sehen, wenn ich es jetzt nicht wüsste, was dort steht und wie ich die Uhr dann bediene. Also gerade für Neulinge ist das, glaube ich, nicht so optimal. Ja, hätte ich mir vom Ziffernblatt-Design irgendwie was anderes gewünscht, beziehungsweise ich hätte es als Entwickler oder Produzent anders gemacht. Hätte ich hier irgendwie farblich abgesetzt. Man sieht es ja hier bei der G-Shock, dass es hier viel heller ist, die Beschriftungen für die Funktionen der Uhr. Und da kann ich es auch aus der Ferne, also was heißt aus der Ferne, aber aus der ja, Trägerperspektive deutlich besser ablesen, das Ganze. Und hier sehe ich ja gar nichts. Also weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben. Finde ich persönlich unglücklich und ja, wirkt quasi so, als hätte die Uhr überhaupt keine Beschriftung. Was dann wieder auch irgendwie optisch blöd aussieht, gerade wenn man das Original kennt. Das gefällt mir definitiv nicht so gut. Aber sonst vom Tragegefühl und so im ersten Moment kann man jetzt nicht groß meckern. Also ich weiß nicht genau, wie das Armband sich dann im Alltag verhält. Aber macht im ersten Moment einen ganz guten Eindruck. Aber man sieht auch hier direkt, ich zeige es nochmal, diese leichten Spaltmaße. Wenn ich die Uhr jetzt ein bisschen enger tragen würde, dann wären die auch noch größer vielleicht. Und ich weiß nicht. Also ein bisschen zwiegespalten bin ich da. Trägt sich im ersten Moment ähnlich zum Original, aber ja, die Optik stimmt aus meiner Sicht nicht so ganz. Und gerade die Ablesbarkeit ist einfach im Vergleich zur originalen G-Shock deutlich schlechter. Jetzt hier in dem Blickwinkel sieht man das ganz gut, aber sonst ist das Original da einfach deutlich stärker und das verbaute Panel wahrscheinlich auch einfach besser. Aber wie gesagt, irgendwoher muss der Preis herkommen und das sind dann wahrscheinlich so die Abstriche, die man machen muss. Ja. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns einmal die Funktion der Uhr an. Und ich schalte einfach mal durch. Ich bin jetzt hier im Hauptmenü quasi, in der Zeitanzeige. Hier sehen wir das, beziehungsweise den Wochentag, TH für First Day. Und hier die Tages- und Monatsanzeige. Und direkt darunter dann die aktuelle Uhrzeit. Dann haben wir, wenn wir einmal den Mode-Knopf betätigen, den Alarmmodus. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Alarme man hier einschalten kann, aber ich glaube, es sind auch mehrere, ähnlich wie bei der G-Shock. Ob es auch fünf sind, kann ich jetzt nicht genau sagen. Oh, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, hier oben kann ich dann die Zeit verstellen, die gewünschte. Jetzt ist der Alarm auch aktiv. Und genau, jetzt bin ich wieder anscheinend im Home-Modus. Keine Ahnung, warum es dann nicht weitergeht zur Stoppuhr. Okay, hier bin ich wieder im Alarm. Wir schalten uns jetzt hier einfach mal durch. Ich habe die Uhr selber, wie gesagt, vorher noch nicht genutzt. Hier sind wir im Dual-Time-Modus. Hier könnt ihr quasi eine zweite Zeitzone einstellen. Es gibt halt keine Weltzeitmöglichkeit, soweit ich zumindest gesehen habe, wie bei der G-Shock, wo ihr dann ja auch die Ortsnamen seht. Sondern ihr seht dann hier oben einfach die Buchstaben DT für Dual Time. Das ist dann quasi so die abgespeckte Weltzeitfunktion, wo ihr euch einfach eine zweite Zeitzone einstellen könnt. Und hier oben seht ihr dann noch die aktuelle Ortszeit, also die ja, Heimatzeit, die ihr eingestellt habt. Und dann habt ihr noch eine Timer-Funktion. Das ist ähnlich wie bei der G-Shock dann auch die letzte Funktion beim Durchklicken und jetzt müsste gleich wieder die Standardzeit angezeigt werden.
Nee, jetzt kommt noch die Stoppuhr. Okay, ist ein bisschen anders als bei der G-Shock. Und die Stoppuhr betätigt ihr dann hier oben rechts. Was mir auch auffällt, ist, dass die Tastentöne deutlich lauter sind als beim Original. Ich weiß jetzt nicht, ob man das bei der Kamera bzw. auf der Kamera hören kann, aber die kommen ja doch deutlich, deutlich lauter vor als bei den Casio-Modellen. Und genau, unten rechts resette ich die Uhr dann wieder. Der Knopf unten rechts, der ist sehr schwergängig. Also ich kann ihn kaum betätigen. Oder bin ich hier in der falschen Funktion? Okay, oben rechts, beziehungsweise oben links wird resettet, da wo auch das Licht ausgelöst wird. Und hier könnt ihr auch gleich mal einen Blick auf das Licht werfen. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Okay, wird jetzt gerade nicht scharf gestellt. Aber im Vergleich zu anderen Casio-Modellen, beispielsweise bei der F91W, wo wirklich nur so eine ganz kleine Diode ist, die das ganze Display ausleuchten muss und das eher schlecht als recht macht, kann man hier doch ganz gut das Display ablesen. Das sind hier links und rechts so zwei Dioden, die das ganze Display aus meiner Sicht ganz schön ausleuchten. Hat auch so einen eigenen Look irgendwie, habe ich so auch noch nicht gesehen, diese Hintergrundbeleuchtung. Ich werde euch gleich nochmal ein Bild aus kompletter Dunkelheit einblenden, wie gewohnt, mit der Handykamera. Dann wird das Ganze nochmal ein bisschen besser rüberkommen. Aber das Hintergrundlicht ist so stark, dass man es selbst hier unter den hellen Bedingungen sehen kann. Hier kommt es ganz gut rüber. Und ja, ist in dem Fall halt auch gleichzeitig der Reset-Knopf für die Stoppuhr, ihr wisst, was ich meine. Und genau, jetzt, wenn ich nochmal auf Mode drücke, dann müsste man aber wirklich im Hauptmenü landen. Und so ist es dann auch. Also wir haben ähnlich wie beim Original einen Timer, eine Weltzeitanzeige, in dem Fall abgespeckt, eine zweite Zeitzone und die Stoppuhr und die Alarmfunktion. Und ja, dementsprechend ist auch der Funktionsumfang so ein bisschen abgekupfert. Hier könnt ihr nochmal einen Blick auf den Gehäuseboden werfen. Seht ihr auch nochmal den, ja, Markennamen SKMEI und den Batteriecode steht hier. Das ist eine CR2025 Knopfzelle, die die Uhr am Laufen hält. Auch so eine Standard-Knopfzelle, die ihr überall bestellen könnt, teilweise auch in Supermärkten kaufen könnt. Und dann ist oben auf der oberen Seite dann noch der Schriftzug Water Resistant 5 ATM aufgestanzt oder beziehungsweise eingestanzt, eingraviert. Ich weiß es nicht genau. Und ja, nochmal der Hinweis auf die 5 Bar Wasserdichte, was letztendlich einem Schutz vor Spritzwasser gleichkommt. Ja, dann, nachdem wir jetzt auch die Funktionen einmal durchgegangen sind, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Ich bin selber noch nicht ganz vertraut mit der Uhr. Es ist teilweise doch etwas anders als beim Original. Von daher seht mir das bitte nach. Ja, jetzt würde ich sagen, dass wir eigentlich auch schon zum Fazit kommen, weil ich finde, allzu viel gibt es zu der Uhr dann auch nicht zu sagen. Ja, wem würde ich diese Uhr empfehlen oder würde ich sie allgemein empfehlen? Ich muss sagen, ich habe eher Bauchschmerzen damit, diese Uhr weiter zu empfehlen. Für 15 Euro kriegt man zwar einen, ja, nahezu identischen Look, zumindest von weitem, aber ja, im Detail tun sich dann doch auch schon deutliche Qualitätsunterschiede auf. Ich finde zum Beispiel die Drücker einfach nicht besonders schön. Also der Mode-Knopf, der funktioniert noch sehr gut, aber hier unten rechts zum Beispiel, der ist sehr schwergängig jetzt bei dem Modell. Also weiß ich nicht, fühlt sich sehr hart an. Oben rechts auch. Also von der Haptik her einfach nicht besonders schön. Jetzt verstelle ich hier gerade alles, sehe ich. Aber halb so wild. Ja, die Drücker gefallen mir nicht. Die ja, Spaltmaße am Armband gefallen mir überhaupt nicht. Das sieht einfach billig aus und würde mich als Uhrenliebhaber extrem stören. Hier beim Original, da habt ihr das gar nicht so, also nicht ansatzweise.
Ich nehme das einfach mal ab, um den direkten Vergleich zu haben. Also zumindest ist es mir vorher noch nie aufgefallen. Ja, ihr habt zwar auch ein Spaltmaß, aber das ist ein ganz anderes. Das fällt im Alltag kaum auf. Und auch nur, wenn ihr die Uhr extrem biegt. Dafür müsste man sie wirklich extrem eng tragen auch. Und das ist hier, ja, was ganz anderes, ne? Also das hier, die GWM 5610, das ist eine ganz andere Haptik und Qualitätsanmutung, finde ich. Ja, ob sie jetzt die eine oder andere schwerer ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Müsste man dafür auf die Waage legen. Sie sind natürlich beide sehr leicht, aber gefühlt ist die noch ein Ticken leichter. Fühlt sich zumindest so an. Das Armband ist sonst, bis auf ja, die Spaltmaße am Gehäuse direkt, ist es sonst in Ordnung, finde ich. Macht einen sehr weichen Eindruck. Sieht aber auch sehr stumpf aus. Also wenn ihr das auch mit dem Original vergleicht, beziehungsweise nehme ich jetzt hier mal die beiden Seiten. Ist ein bisschen schmutzig schon, die Originale. Ich habe sie viel getragen in letzter Zeit. Aber ja, sieht irgendwie nochmal anders aus, das Original. Also das von der günstigen Variante, das sieht sehr stumpf aus, finde ich, und zieht den Staub auch so ein bisschen an. Das sehe ich jetzt hier gerade an den Baumwollhandschuhen. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich das gleiche Material ist. Das Armband soll auch aus Polyurethan sein. Ja, ich weiß es nicht. Also es macht einen ganz okayen Eindruck. Gerade für 15 Euro kann man da nicht meckern, denke ich. Sieht auch ganz anständig aus. Aber es hat so einen leichten, matten Look einfach. Also mir persönlich gefällt das jetzt nicht so super. Aber ja, vielleicht ändert sich das auch noch, wenn man die Uhr ein bisschen getragen hat. Das war bei der G-Shock hier auch so. Die hat am Anfang auch irgendwie ein bisschen matter gewirkt, finde ich. Und ist dann noch ein bisschen, ja, nicht glänzender geworden, aber sieht einfach irgendwie anders aus und ja, sieht einfach hochwertiger aus und ist es letztendlich auch hier bei der Originalen. Ja, von daher, als Uhrenfreund, sage ich mal, kann ich die Uhr jetzt nicht im guten Gewissens weiterempfehlen, aber wenn man wirklich irgendwie auf der Suche nach einem, ja, Klon ist, quasi einem G-Shock-Klon für einen schmalen Taler, vielleicht für einen Schüler, der jetzt irgendwie sagt, okay, 100 Euro sind mir zu viel, habe ich gerade nicht auf der hohen Kante, aber ich möchte trotzdem irgendwie den Look der originalen G-Shock haben, dann würde ich sagen, okay, könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt das Modell auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Kosten alle irgendwie 15, 16 Euro aktuell auf Amazon. Es ist auch, um das nochmal hier zu erwähnen, keine bezahlte Werbung. Ich habe mir die Uhr selber gekauft und ja, muss aber sagen, dass ich sie ja, mir nicht nochmal kaufen würde, beziehungsweise sie wahrscheinlich auch nicht tragen werde, weil es ja einfach nicht so mein Fall ist. Ich gehe da ganz klar mit dem Original. Was mir einfach deutlich besser gefällt. Das Original ist mir wirklich auch schon sehr ans Herz gewachsen. Das Display macht einen viel besseren Eindruck, die Ablesbarkeit ist besser, die Beleuchtung ist besser, die Funktionen. Hier haben wir ein Funk-Solarmodul verbaut. Das hier ist natürlich kein Funk-Solarmodul, ist ein ganz normales Quarzwerk, wo ihr die Batterie dann irgendwann wieder tauschen müsst. Was aus meiner Sicht dann auch noch ein Nachteil ist, aber in der 15-Euro-Preisklasse natürlich zu erwarten war. Von daher keine Überraschung, aber ja, für mich letztendlich ja, vielleicht ein Ticken besser, als ich erwartet hätte. Also es ist schon okay von der Verarbeitungsqualität. Das Gehäuse macht einen okayen Eindruck, definitiv. Also wenn wir uns das hier nochmal anschauen, könnte schlimmer sein, aber die Drücker gefallen mir nicht. Und ja, wie gesagt, der Übergang vom Armband zum Gehäuse finde ich ist ja ziemlich misslungen. Sonst an sich, der Gehäuseboden sieht auch ganz in Ordnung aus. Ja, für einen Schüler, der gerade anfängt, sich dafür zu interessieren, mag das vielleicht in Ordnung sein. Aber ich würde euch jetzt nicht raten, die Uhr zu verschenken. Da gibt es aus meiner Sicht deutliche, beziehungsweise deutlich bessere Alternativen im gleichen Preisbereich. Zum Beispiel würde ich euch empfehlen, um jetzt auch gleich mal den Bogen zu spannen zu den Alternativen, einfach die Casio F91W zu kaufen. Oh, jetzt wird sie scharf gestellt. Also das ist für mich die Uhr im Preisbereich bis 20 Euro, mit der ihr nichts falsch macht. Hat natürlich einen etwas anderen Look, ist deutlich kleiner und nicht so massiv, hat keinen G-Shock-Look, aber
Das ist die Uhr, die ich für 20 Euro kaufen würde und jedem empfehlen kann. Das ist ja ein All-Time-Klassiker, All-Time-Klassiker, also ein Allzeit-Klassiker, der immer seine Fans haben wird und auch noch in 20, 30 Jahren hoffentlich produziert werden wird, weil die Uhr einfach ja Kult ist. Und ja, ansonsten kann ich euch natürlich einfach nur empfehlen, ein bisschen Geld zu sparen dann quasi und auf das Original zu gehen. Das ist jetzt die GW 5610U. Die kostet aktuell so ja um die 100 Euro. Manchmal kriegt ihr sie ein bisschen günstiger, manchmal kostet sie etwas mehr. UVP ist hier 129 Euro bei der originalen G-Shock mit Funk-Solarmodul. Es gibt sie natürlich auch noch ohne Funk-Solarmodul und die gibt es immer mal wieder auch für die 50, 60 Euro rum. Und dafür, ja, das wäre dann quasi auch so die Alternative, die ich euch zu dem Modell hier empfehlen würde. Da habt ihr dann quasi, ja, zahlt ihr 40, 30 bis 40 Euro mehr und habt eine originale G-Shock im gleichen Look mit deutlich mehr Wasserdichte und einem deutlich besseren Armband beziehungsweise einer deutlich besseren Verarbeitung hier am Armband. Ja, auch guck mal, wenn ich jetzt hier so hin und her wackel, das sieht nicht gut aus, tut mir leid. Also das wird früher oder später kaputt gehen. An der Stelle, da bin ich fest von überzeugt. Von daher von meiner Seite aus keine Kaufempfehlung, es sei denn, ihr wollt wirklich ganz wenig Geld nur ausgeben und euch ist es auch egal, wenn die Uhr irgendwann mal kaputt geht, weil damit müsst ihr aus meiner Sicht bei dem Modell hier einfach rechnen. So, ne? Und das ist definitiv nichts für die Ewigkeit, wohingegen ein G-Shock wirklich auch für die Ewigkeit gemacht ist aus meiner Sicht. Und ja, ich denke, mit diesen zwei Alternativen, einmal in der günstigen Preisregion um die 20 Euro, die F91W und die etwas teurere GW 5610. Da seid ihr deutlich besser mit aufgehoben. Aber ja, falls ihr doch irgendwie für 20 Euro einen G-Shock Klon oder beziehungsweise Look haben wollt, dann könnt ihr euch das Modell mal anschauen. Ansonsten nochmal von mir keine Kaufempfehlung. Okay, ich denke dann ist zu dem Modell alles gesagt, was es zu sagen gilt oder zu sagen gibt. Vielen Dank fürs Einschalten wieder. Ich hoffe, dass die Kameraeinstellungen einigermaßen in Ordnung waren. Ich habe zwischendurch immer ein bisschen Probleme gehabt, die Uhr scharf zu stellen, was auch ein bisschen an der schlechten Ablesbarkeit des Displays liegt. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr konntet einen Eindruck von der Uhr bekommen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, ein Like und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ich ziehe jetzt wieder die Full Metal G-Shock an und ja, wünsche euch noch frohe Ostern beziehungsweise ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video jetzt guckt. Und ja, bis demnächst. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.